Er ist weg. Dieser hier versuchte wohl gerissen zu sein. Halte einen Haufen Finden nicht für Gerissenheit. Das war lächerlich. Du, unbekannter Hauptmann gegen Stagüger, der Tagschlechter. 600 P, nicht so viel, aber... Sind deine Schuhe offen? Schau nicht runter. Ja. Vielleicht blöffe ich. Und? Ich zeige dir mein Schlachtwerkzeug. Mit 3 hat er gar keins. Zwei Schläge. Er steigt jetzt wahrscheinlich direkt auf, oder? Ich bekomme einfach 600 P einfach nur fürs Zugucken, wie er zweimal auf ihn einschlägt. Aber den holen wir uns jetzt auch noch. Natürlich klar. Hi. Oh, da ist ein Level 20er. Ich glaube, ich habe es gesehen. Wirklich nicht. Das hatten wir doch schon mal. Ich bin der Tagschlechter. Das heißt, ich schlachte Targs. Und du bist ein Targ. Holt ihn euch! Oh Scheiße, das ist echt ein Level 20er. Bestialischer Rausch. Oh, oh. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Guck mal noch kurz zu. Oh, Alter. Alter, wie viel Schaden macht der? Das ist ja Wahnsinn, Alter. Ich schläg mich einmal und ich bin fast tot. Nein, ernsthaft? Kommt so eine Bestie von der Seite, greift mich an. Guck mal, übernimm doch mal die da. Die sich da schon in der Mitte eh abstechen wollen. Achso, hast du nicht? Oh, ernsthaft? Musst du kommen? Alter. Hab gefailt, oder? Nein, hab ich nicht. War knapp. Jetzt kurz mal. Oh nein. Das Dann pass gut auf, während ich dich abschlachte. Ende. Gelände. Glück. Mehr war dieser Sieg doch nicht. Von jetzt an nennst du dich wohl den Tagschlechter. Schlechter. Arme ab. Ich nehme kurz neue Pfeile, ja? Wenn du auch gerade mit deiner Armbrust schießt. Da sind noch Pfeile.
Kampf hat sich gewendet! Nee. Level 20, du ziehst nicht zurück. Kämpfen. Du bist giftig und legendär. Er versucht zu fliehen! Ja, ich hole ihn mir. Ich komme wieder, Narr! Du bleibst hier. Nein, ey, ernsthaft? Der ist doch jetzt nicht never entkommen, Alter. Der Typ ist Level 20, der ist doch hier lang gelaufen. Eis auf Eis. Das ist ein Arsch, Alter, weißt du? Mischt sich in den Kampf ein mit Level 20 und haut dann ab, wenn er Half-Life ist, Alter. So, wieder Full Life. Und ich glaube, hier oben stehen nicht zwei Verbündete, sondern zwei mit einem Schatz. Sehe ich das richtig? Halt. Oh, nice. Dann gucken wir mal, was wir gerade alles bekommen haben. Stufe 11 kann weg. 15 kann weg und 13. Bogen, Stufe 13 kann weg. Den hauen wir jetzt auch weg. Verpasst er einem vergifteten Feind einen Kopftreffer. Okay, das müssen wir noch machen. Das war das Spezialding freischalten. Stufe 14. Setzt er einen Feind in Flammen. Dreimal. Jetzt, das ist gut. Kann weg. 14 kann auch weg. So. Da haben wir einen weiteren Punkt. Da kann man Karago herbeirufen, das nehmen wir. Einen gezähmten Karago herbeirufen, das ist ja. Geschenk des Himmels. Inventar. Wollte ich ganz kurz noch was gucken, den mal raus. Kümmer mich hier zweimal. Okay. Warte mal, wenn wir da jetzt noch einen raus. Ach, nee, nochmal so einen. Bauen nochmal so einen. Okay. Packen wir jetzt noch den da rein. Und den da rein. Das sind nochmal insgesamt 10% mehr. Davon brauchen wir. Da haben wir den, da brauchen wir noch einen. Okay. Die grünen sind, glaube ich, so dieselben. Okay, dann gucken wir mal auf die Map. Wo geht's hin? Hä? Achso, jetzt bin ich auf die Weltkarte genommen. Sorry. Auswählen. Idril wird nicht zulassen, dass die Uruks ihren Vater behalten. Nein, sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Warte mal, 1000 Fuß. Zweiter Knopf. Ich lern's nicht. Wechsel den mal. Das ist da vorne. Was ist das? Besten auf den Helden, indem man seine Stolze von einem Wechsel installiert. Gedenken diese Technik, indem so ein Hauptmann terrorisiert. Mach ich. Ne,
Liegt auf dem Weg. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Und dann gehen wir zur Hauptquest. Weil ich glaube, dadurch bekommen wir eine neue Fähigkeit. Oh, da ist eine riesige Seilrutsche. Vielleicht wird uns gleich mal 100 Meter. Um. Ich habe gerade einige getötet. So viel dürften hier doch nicht sein, oder? Naja, schon noch ein paar da. Es kommen auch immer wieder welche nach. Nein. Eigentlich wollte ich den, aber. Lieber mal, was das da oben ist, weil wenn das eine neue Fähigkeit freischaltet, wäre nice. Wo starrt's hin? Als er in Mutter einmal steht, das hab ich ja eben gelesen. So, wir kriegen Fähigkeitenpunkt, wenn wir zwei Dinger schaffen. Wir kriegen sogar ein grünes Juwel, wenn wir. Gold schaffen. Vorhin hätten wir auch ein gutes bekommen, glaube ich. Ja? Agnar. In jener Zeit waren unsere Siege auf dem Schlachtfeld mannigfaltig. Okay. Mordor stand uns offen. Terrorisiert den Urkaufmann. Oh, besiege nur ein Ziel. Und werde innerhalb der Zeit fertig. Scheiße. Ich beobachte das dann Zeit. Ich habe das gerade alles so schön durchgelesen. Doch eine neue Fähigkeit dazu. Unser Ruhm in der Schlacht ließ mich glauben, dass wir unsterblich seien. Doch er blendete mich vor der wahren Gefahr. Okay. Saurons Ränkespiel im Schatten. Jetzt werde ich das. Wir haben dazu bekommen einen Fähigkeitspunkt. For free. Quasi. Und ich glaube, man schaltet dann hier unten diese goldenen Milch frei. Was ist das hier eigentlich nochmal? Elbenwut. Jetzt auch schon eine Verbesserung. Wir wurden nach Ende der Elbenbude eine feurige Explosion. Wir wurden nach Ende der Elbenbude eine eiskalte Explosion. Und wir wurden nach Ende eine giftige. Ja, das ist eigentlich so, was man nehmen mag. Da finde ich aber Feuer eigentlich am geilsten, weil das relativ schnell und effektiv tötet. Was? Lade deine Klebe für mehrere Folgeangriffe doppelt auf. Tippe nach dem Aufladen mehrmals auf 4, okay? Wenn du 4 Klos hast, sobald deine Klebe voll aufgeladen ist, wird auf für jeden getroffenen Feind Macht erzeugt. Ist auch stark. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich benutze es auf. Mhm. Was ist das hier? Schatten aufsetzen. Oh, wow. Okay, was haben wir hier als Verbesserung? Das würde ich da gerne nehmen bei der Verbesserung von dem. Das will ich nicht unbedingt. Geist zerrt ein Ziel auf, den Geist, ne? Ich glaube, dann nehme ich echt das da. Führen und die Schatten aus Mordor bannen. Und dann. Jetzt sind wir hier, ja. Hier sind dann immer diese Aufträge, wenn man die fertig gemacht hat. Und da wird noch einer erscheinen hier.
im Schloss. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter und schauen mal, ob sie ihren Vater gefunden hat. Hoffe ich doch. Ich meine, ich habe ja wohl lang genug in der Arena gekämpft und wohl genug Zeit verschafft, hoffe ich. Idril wird nicht warten, während die Uruks ihren Vater gefangen halten. Ihre Jugend ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Aber wo ist das denn? Questmission, let's go. 5000 EP und 415 Marken bekommen wir dafür. Dann schauen wir mal rein. Sieht eher traurig aus. Und nicht so, als hätte sie ihren Vater gefunden. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Okay. Ja, toll, dass wir dann in der Arena kämpfen durften, wenn das nicht wirklich was gebracht hat. Doch ihr Vater hat immer noch gefangen ist und wir das auch noch mithelfen die müssen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Aha. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Dann let's go. Schleiche dich in das Lager aus. Okay. Kann ich die auch wieder so steuern? Ja, kann ich. Er hat drei unserer Kriegsbeste vernichtet. Das soll er doch mal hier versuchen. Ja, kann ich machen. Let's go. Gibt zwar keine Kriegsbestien, aber mich. Unsere Brüder, wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Nein, falsch hast du. Danke. Wir Dank. Ich werde auch niemals da hinten gemerkt. Aua, aua, aua. Machst du doch einfach mal Stress? Okay. Kommt, wir müssen hier weg. Luft schneiden. Nichts hält uns stand. Schrecken entfacht. Wir marschieren, bis wir den Sieg erringen. Grishas Armee kann niemand be. Okay.
Es heißt er. Was zu lang. Sie sind beschäftigt. Junge, du musst. Also, ich meine. Wir sollten diesen Ort verlassen. Schon das Seil durchschneiden, meine ich. Oh, wo der schneidet. Oh, das war das erste Gute. Der Karagor lenkt sie ab. Gut. Okay, pass auf. Nein, nicht. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich verstehe, Taljan. Ihr habt mich gerettet, Idril. Ich habe etwas gesehen. Du frisst das! Bei der Arena gehört. Der Waldläufer hat eine Legion. Wir sind fast da. Ich weiß es. Vorsicht, Idril. Schreibt doch den Gefangenen los. Idril, ja. Sie haben den General zum Zelt. Ich stehe in deiner Schuld, Waldläufer. Dafür wird jemand bezahlen. Idril, wir müssen die Orks beseitigen, bevor wir Castamir befreien. Dann aber schnell. Ja. Ich hab noch die Pfeile gehabt. Du gehst nirgendwo hin, General. Vater? Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich hab das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Einmal ohne Witz. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Ja, wie hat er sich schnappen lassen? Also ich meine ja nur. Schnell, bevor noch mehr eintreffen. Vater! Schnell! Wir müssen wachsam sein. Wir haben zu viele Männer bei Bleichhaut. Schlagen von den kleinen Bleichhäuten? Ich hätte mehr von dir erwartet. Mega geil. Ein letzter Vorstoß und es ist geschafft. Sollte der gefangen werden? Der ist doch auch in diesem Schloss drin, wo keiner sonst reinkommt. Der muss doch rausgegangen sein, der muss doch irgendwas vorgehabt haben. Was ist, wenn er der Maulwurf ist? Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Klar, wenn
Ja, der Maulwurf hätte, das wäre schon heftig. Ich meine, er ist. General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Okay. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Wir zurück der Palantir ist hier. Okay. Fähigkeitspunkt. Geist. Was ist das? Dolch. Dolch haben wir auch mal nicht unbedingt. Nicht mal Anfang da oben jetzt. Ja, wir machen jetzt mal da oben. Und dann das Zeug. Okay. Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht. Schauen. Ist das neu? Das ist neu. Das ist neu. Würde ich da noch gern hingehen? Und danach müssen wir eh reisen. Ins andere Gebiet. Das Ithil schwächen. Weil da bekommen wir wieder einen Fähigkeitspunkt. Was sind 30 Feinde stand da? Das machen wir jetzt einfach mal. Wir versuchen wir natürlich wieder auf Gold zu machen. Dann kriegen wir nämlich auch ein rotes Juwel. In dem grünen Juwel habe ich noch gar nicht geguckt, glaube ich. Ob ich da jetzt was Neues verbinden kann. Machen wir mal. Reit. Ehrgeiz hatten wir zur Genüge. Ich hatte den einen Ring, nicht Sauron. Er würde es nicht wagen, sich gegen mich zu stellen. Doch er tat es. Perfekte Konter erreichen die Trefferserie von 30. Wegen dem Konter. Darfst du bloß noch nicht alle töten. Ich mach jetzt noch einen Konter. Dann muss ich die Treffserie machen. Ja, jetzt kommt die Treffserie. Ohne einen Hit.